Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Steine sind schwerer als Wasser, das weiß jeder. Und wir haben hier mal in unserem Experiment so ein paar Steine nachgemacht und man sieht deutlich, wie die im Wasser langsam nach unten sinken, mit einer durchschnittlichen Sinkgeschwindigkeit. Und in einem Bohrloch ist es so ähnlich, das Bohrklein möchte nach unten aussedimentieren und wenn wir das Bohrklein aber nach oben aus der Bohrung austragen wollen, dann müssen wir eine so hohe aufwärtsgerichtete Strömungsgeschwindigkeit im Bohrloch einstellen, dass die größer ist als die Sinkgeschwindigkeit des Bohrkleins. Und so wird das Bohrklein nach oben ausgetragen. Es ist also nützlich zu wissen, wie die Sinkgeschwindigkeit des Bohrkleins ist. Und die kann man tatsächlich berechnen. Dazu muss man sich überlegen, welche Kräfte an so einem Bohrkleinstückchen angreifen. Da ist zum einen erstmal die Gewichtskraft. Die kennen wir alle. Das ist die Kraft, die wir morgens auf der Waage sehen, wenn wir uns da draufstellen. Die zieht uns nach unten. Dann gibt es noch die Auftriebskraft. Die kennen wir aus der Badewanne. Im Wasser liegend fühlen wir uns ganz leicht. Ja, und dann gibt es noch die Widerstandskraft. Auch die kennen wir, die ist immer der Bewegung entgegengerichtet und das ist dasselbe wie beim Fahrradfahren, wenn wir immer denken, dass wir Gegenwind haben. Ja, und aus diesen drei Gleichungen kann man nun die Sinkgeschwindigkeit berechnen, wenn man die Kräfte gleichsetzt. Das ist ein mathematischer Prozess, der vielleicht ganz einfach erscheint, aber wenn man es dann mal tatsächlich probiert, stellt man fest, dass das ziemlich schwierig aufzulösen ist. Und eigentlich kriegt man es nur richtig hin, wenn man ein paar ordentliche Vereinfachungen macht. Man muss zum Beispiel annehmen, dass das Bohrklein aus Kugeln besteht, kugelförmige Partikel. Und dann muss man noch als Vereinfachung annehmen, dass man eine Einzelkugel hat. Und diese Einzelkugel sinkt in einem ausgedehnten Medium nach unten, also in einem unendlich großen Glas. Und dann muss man noch erleichternd hinzunehmen, dass die Kugel nicht allzu schnell runtergeht und keine Turbulenzen erzeugt. Und wenn man das dann so sich mal vereinfachend ausdenkt, kommt man zu dieser Sinkgeschwindigkeitsformel. Und die ist relativ einfach zu handhaben. Und in dieser Sinkgeschwindigkeitsformel sehen wir unten die Viskosität der Flüssigkeit, also die Zähigkeit. Und weil die im Nenner steht, bedeutet das, je zäher die Flüssigkeit ist, desto langsamer fallen die Partikel zu Boden. Und das sehen wir hier auch eindeutig in unserem Experiment, wo in dem einen Glas Wasser und in dem anderen ein zäheres Öl zu finden ist. Im Zähler oben in der Gleichung sehen wir den Dichteunterschied zwischen den Partikeln und der Flüssigkeit. Je schwerer die Partikel sind im Vergleich zur Flüssigkeit, desto schneller fallen die natürlich nach unten. Und das sehen wir hier ganz eindeutig, wenn wir zwei Kugeln unterschiedlicher Dichte, Stahl und Glas, nach unten fallen lassen, fällt die Stahlkugel natürlich viel schneller runter. Und ein ganz wichtiger Parameter ist die Größe der Partikel. Die steht so im Zähler und sogar quadratisch, das heißt ein doppelt so großes Teilchen fällt schon viermal so schnell runter. Also die Größe des Bohrkleins ist sehr, sehr entscheidend dafür, wie schnell ein Partikel nach unten fällt. Und das haben wir gerade sehr schön in unserem Experiment gesehen. Dann steht hier noch die Größe G, das ist die Erdanziehungskraft im Prinzip, Erdbeschleunigung. Da können wir nichts dran machen. Tja, soweit der vereinfachende Fall. Aber in der Praxis ist alles noch ein bisschen komplizierter. Wir haben schon gesehen, im senkrechten Bohrloch, da sinkt das Bohrklein so kollektiv nach unten. Aber wenn wir genau hingucken, sehen wir auch, dass es da viele Verwirbelungen gibt. Das heißt, die Partikel beeinflussen sich alle gegenseitig. Und die meisten Bohrungen sind ja auch noch geneigt. Und da ergeben sich wieder ganz andere Bedingungen. Da gibt es so Lawinenbildungen und Bohrkleinbetten auf dem unteren Teil der Bohrung. Also in Wirklichkeit ist die Berechnung der Sinkgeschwindigkeit doch noch wieder ein etwas größeres Problem, das man aber lösen kann. Und insbesondere,
wie wir hier auf diesem Bild sehen, ist das Bohrklein auch keine homogene Masse, so wie wir es eben in dem Zylinder gesehen haben, sondern das Bohrklein besteht aus Partikeln sehr unterschiedlicher Größe und Form. Und die Form hat auch einen ganz großen Einfluss auf die Sinkgeschwindigkeit, wie wir in diesem Experiment jetzt hier gerade sehen. Das Plättchen fällt viel langsamer nach unten als die Kugel. Tja, was haben wir daraus jetzt gelernt? Die genaue Berechnung der Sinkgeschwindigkeit ist schwierig, aber grundsätzlich kann man sagen, je größer die Partikel sind und je größer die Neigung der Bohrung ist, desto größere Pumpen brauchen wir auf dem Bohrturm. Und wie das genau alles zu dimensionieren ist, das lernen wir in der Vorlesung Tiefbohrtechnik 1 bei uns in Freiberg. Wir würden uns freuen, wenn wir euch dabei hier begrüßen können. Glück auf!